Minecraft gab es jetzt schon seit einer Weile kein Minecraft mehr. Und ich habe jetzt auch schon sehr lange nicht mehr Minecraft gespielt. Und eigentlich hatte ich ja diesen einen blauen Creeper-Skin mit dieser weißen Maske. Das fand ich eigentlich ganz cool. Den habe ich ja aus meiner Fotogalerie hier in Minecraft eingefügt. Und irgendwie kam jetzt in letzter Zeit so ein Update raus. Und plötzlich war mein Skin weg und ich weiß irgendwie nicht mehr, wie man diese Fotoskins einfügt. Aber dafür gibt es jetzt so eine neue Funktion, wo man so eigene Skins machen kann im Spiel. Weiß man das hier? Genau, hier kann man so Charaktere bearbeiten, kann man irgendwie seinen eigenen Skin so machen. Aber irgendwie vermisse ich so ein bisschen meinen alten Skin. Ich glaube, ich hatte das hier. Ich habe jetzt hier irgendwie so irgendetwas hingemacht. Hat nur einen coolen Schnurrbart, finde ich, aber ich finde, das hat wirklich nichts mit meinem alten Skin zu tun. Ich kann vielleicht auch nochmal einblenden, den fand ich wirklich echt cool. Und falls ihr wisst, wie man das macht, also ich hab jetzt eine Weile kein Minecraft mehr gespielt, falls ihr wisst, wie man das macht, könnt ihr es gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber jetzt beginnen wir erstmal hier mit einem neuen Projekt in Minecraft. Und zwar werde ich euch das jetzt mal genau erklären. Jetzt ein neues Minecraft-Projekt, und zwar hier, seht ihr schon, sind wir jetzt so im roten Kasten drin, mit 1, 2, 3. Und 1, 2, 3 sind eigentlich, ich baue mal kurz das hier auf, diese drei Koordinatenlinien. Oh, scheiße, okay, vielleicht der erste Zombie. Bestens vorbereiten ist es Nacht. Okay, das habe ich nicht erwartet, aber... Mann, wie lange dauern denn diese Zombies? Okay, ich sehe jetzt erstmal nichts weiter. Auf jeden Fall wieder weiter zur Erklärung von diesem neuen Projekt. Weiß nicht, wie lange das gehen wird. Auf jeden Fall heißt es One-Liner. Und eben, wir haben jetzt hier diese... Wir müssen diese Linien auskennen. Das ist eine Linie. Ich nehme mal einen Block. Das ist eine Linie, das ist eine Linie, das ist eine Linie. Das sieht man auch hier oben bei der Koordinatenzahl. 1, hier ist die 2, hier ist die 3. Und eigentlich sind damit diese ganze Linie hier gemeint, also diese drei Linien. Und das Ziel ist jetzt von diesem Projekt, dass wir die ganze Zeit, wo wir hier sind, nur auf diesen drei Linienblöcken bleiben. Heißt, wir können Ewigkeiten hier weitergehen, immer in diese Richtung oder immer in diese Richtung, aber wir müssen einfach immer, dass hier oben bei den Koordinaten 1, 2 oder 3 steht. Wir können so weit nach vorne, also wenn wir nach vorne und nach hinten gehen, bewegt sich diese Zahl. Das hier bestimmt die Höhe, diese Zahl in der Mitte. Und die hier halt die Y- oder X-Koordinate und wir bleiben halt immer nur auf 1, 2 und 3. Wir dürfen also nur hier etwas abbauen oder Sachen aufbauen. Wir dürfen schon hier raus und hier umschauen, aber wir dürfen hier halt nichts machen, heißt, es bringt relativ wenig. So, auf jeden Fall hoffe ich, dass dieses Projekt einigermaßen spannend wird. Ja, und dann beginnen wir so, jetzt. So, dann beginnen wir jetzt mal. Ich habe jetzt hier noch die restlichen Blöcke einfach hingebaut. Und da keinen Vorteil beschaffen. Gut, dann würde ich sagen, wir beginnen erstmal hier mit logischerweise Holz. Weil das ist immer das Wichtigste in Minecraft. Möglichst schnell Holz zu farmen. Und wir können auch schon mal ein bisschen überlegen, wie wir das machen wollen. Ich denke, Essen wird auch schwierig, weil die Chance, dass wirklich vor uns ein Schaf oder eine Kuh steht, wenn wir sie schlagen, dass sie auch auf diesen drei Blöcken bleiben, wird relativ schwierig. Und falls ihr euch jetzt fragt, wie ich mich koordiniere, dass ich immer noch auf den drei Linien bin, immer hier auf 1, 2 und 3 achten. So, da ist ein Skelett. Das heißt, ich würde sagen, wir schlagen erstmal die andere Richtung ein, weil wir haben ehrlich gesagt noch keine Chance. So, also auf jeden Fall, Häuser bauen könnte auch einigermaßen schwierig werden, weil wir haben nur drei Blöcke Platz. Und das heißt, wenn wir Wände dazwischen bauen, haben wir nur einen Block Platz. Ich denke, wir werden sich auch in die Höhe und in die Tiefe bauen müssen. Ja, und Meilen, also wenn wir irgendwie nach Diamanten, Eisen oder solche Sachen farmen, stellen wir uns vor, dass hier oben eine 4 anzeigt und dann haben wir einen Diamantblock und dann können wir die einfach nicht abbauen. Ich denke, es wird sehr schwierig, hier irgendwas Gutes und Gescheites hinzukriegen. Zum Beispiel den hier, Baum kann ich jetzt abbauen, weil hier oben eine 1 ist. Ich denke, wir werden alle ein bisschen Zeit brauchen, um uns erstmal ein bisschen daran zu gewöhnen. Aber ich glaube, so mit der Zeit wird das auch irgendwie, werden auch irgendwas aufgebaut haben. Aber das Gute ist, wir können jetzt hier eine Truhe hinbauen und wir werden sie immer wieder finden, weil wir einfach zurücklaufen können. Also, wenn wir immer den gleichen Weg hin und her laufen, dann laufen wir einfach immer an ihr vorbei. So, dieser Baum ist schon nicht mehr drin, weil hier eine 4 steht. Ich dürfte ihn nur abbauen, wenn der Baum hier wäre. Alles klar. So, ich habe jetzt schon ein bisschen Holz. Ich würde sagen, ich farme jetzt noch ein bisschen Holz und wenn ich da ein bisschen was habe, damit es nicht so langweilig wird, kommt ihr wieder dazu. Okay Leute, ich habe jetzt hier schon ein bisschen was aufgebaut. Wie ihr seht, hier habe ich hier auf dieser Reihe habe ich alle Bäume aufgebaut. Kann ich hier noch ein bisschen einsammeln. Also Items einsammeln dürfen wir auch, zum Beispiel auf Position 0 oder Minuten oder 4. Das geht schon, aber einfach, wir dürfen dort nichts abbauen. So, hier beim Spawn, also hier ein bisschen so Übersicht, hier weiter spawnen nochmal.
Wir sind, glaube ich, auch in einem relativ guten Gebiet gelandet. Haben ein bisschen gute Sachen gefunden. Ich habe auch schon Stein abgebaut und relativ viel Holz. Haben schon die ersten Grunditems gemacht, damit ich alles ein bisschen habe. Und eine Werkbank. Und die werden mir nicht glauben, was ich gemacht habe, was ich gefunden habe. Als ich Stein gesucht habe, darf ich ja nur auf diesen drei Linien, 1, 2, 3, wie immer. Und ich habe einfach hier direkt Eisen gefunden. Das ist auf jeden Fall sehr großes Glück. Mal gucken, ob dahinter sich auch noch ein bisschen mehr Eisen versteckt. Ich tue jetzt erstmal mit der Holzspitzhacke was machen, damit sich das ein bisschen verschwindet, damit ich die loswerde. Und ein Eisen ist das. Das ist natürlich deprimierend, weil dieses Eisen dürfen wir nicht abbauen, weil es auf Position. Warte eine Sekunde. Kann man nicht so merken, dass Position 0 wäre. Das Eisen ist direkt hier unten. Das dürfen wir nicht abbauen. Da ist das Bild schon ein bisschen dunkel, aber. Ja, schade, dass wir nicht mehr Eisen abbauen können. Aber ein Eisen ist sicher besser als nichts. Doch kurz hier diese Holzspitzhacke beenden. Und danach werden wir einfach mal ein bisschen erkunden und hoffentlich auch immer auf dem Weg Gräs abbauen, damit wir Weizen kriegen, weil wir müssen auf jeden Fall auch für unser Essen sorgen. Und ich glaube, Brot ist fast die einzige Methode, wie wir richtig essen können. Oder wir haben richtig Glück und finden ein Dorf auf unser Leben. So, das eine Eisen können wir, ich würde sagen, schmelzen wir noch nicht, weil wir brauchen es eigentlich nicht unbedingt jetzt. So. Genau, dann bauen wir unsere Werkbank ab. Oh ja, und wir sehen schon, unsere Hungerleiste hier geht auch schon langsam runter. Oh, das ist ein Huhn. Okay, ich glaube, das können wir one-hitten. Aber wir dürfen es nur schlagen, wenn es in unserem Gebiet ist. Kannst du mal reinkommen? Komm schon, Hühnchen, bitte. Ja. Okay, danke, Huhn. Du bist ein richtiges Ehrenhuhn. So, und dann laufen wir ein bisschen weiter. Vielleicht haben wir nochmal so einen Ehrenhuhn. Und wir können schon ein bisschen außen rumlaufen. Wir dürfen einfach nichts machen. So. Gut, ich würde sagen, wir kommen wieder, wenn wir. Oh, hier ist nochmal ein Huhn. Vielleicht das auf. Ah, ich glaube, das könnte sogar reinkommen. Komm schon. Diese Linie muss das reinkommen. Komm schon. Nein, falsche Richtung. Ja. Komm. Okay, es wäre da. Wo ist es? Okay, das ist in der Falle. Boom! Und es wird schon langsam dunkel, das heißt, die Zombies werden noch wieder kommen. Das wird auf jeden Fall problematisch. Ich würde sagen, wir flüchten vielleicht auf irgendeinen Baum, wir können auch unser Essen ein bisschen braten und unser Eisen. Okay, aber wir können auch schon nicht mehr sprinten, okay. Wir brauchen unbedingt Gräser. Wir hätten mehr Gräser abbauen sollen in der Zeit jetzt. Komm, bitte, gib weiter. Yes, ein Weizenkorn. Damit könnten wir auch Hühner anlocken. Mit Weizenkörnern. Ich glaube, einen Weizenkorn würde ich jetzt erstmal behalten, anstatt es sofort anzupflanzen. Wir müssen uns erstmal jetzt einen guten Punkt für die Nacht finden. Und wir haben schon ein halbes Herz verloren. Oh, das ist ein Skelett. Das werden wir einfach so tun, sonst hätten wir es nicht gesehen. Doch, okay, das ist ein Huhn. Das sind sogar zwei Hühner. Okay, die muss ich holen. Das wäre dann genug Nahrung für die nächste Zeit. Kommt her, Hühner. Hier wäre eine Höhle, aber das ist viel zu weit weg. Hey, Huhn. Ich habe Weizen. War hier nicht noch ein zweites Huhn? Okay, egal. Wir nehmen erstmal dich mit. Schnell in unser Gebiet. So. Ah, okay, das ist der zweite Huhn. Wir müssen jetzt kurz riskieren, in der Nacht durchzulaufen. Okay, jetzt wird ganz eng. Ja, schön mitkommen. Bald sind wir in unserem Gebiet. Oh, das ist das erste Skelett. Okay, hier. Komm. Okay, er hat uns schon gesehen. Huhn Nummer 2, hier. Nein, Weizen. Komm. Gut, und jetzt abhauen. Jetzt müssen wir irgendwo hoch, damit uns die Zombies nicht erwischen. Wo können wir hoch? Mach irgendwo Erde hier, sicher. Oh, scheiße. Okay, scheiße. Puh, okay. Ich glaube, wir sind mehr oder weniger in Sicherheit. Gut, auf jeden Fall müssen wir jetzt schnell einen Ofen platzieren. Oh. Gut, Ofen platzieren. Da habe ich zum Glück schon vorgemacht. Und der Chicken rein. Was können wir brennen?
Ja, komm, ist einfach das Fichtenholz dran leiden. Oh, gut, das bietet auch ein bisschen Licht. So, das waren auf jeden Fall sehr hetzige erste paar Minuten. Gut. Einfach hier der Pfeil direkt neben uns ist. Okay, so im Notfall hätten wir noch unsere Äpfel, aber ich glaube, die sind nicht nötig jetzt erstmal. Auf jeden Fall, wir brauchen auch unbedingt bald ein Bett, damit wir auch die Nächte mit Schlafen verbringen können. Weil wir haben nicht so viele Fluchtmöglichkeiten vor den Zombies. So, jetzt sind wir erstmal wieder voll mit Essen. Kommt da gleich das Eisen rein und ja, dann müssen wir einfach abwarten, bis die Nacht fertig ist, würde ich sagen. Schnell wie die Nacht gekommen ist, so ist sie auch wieder vorbei. Hier die Sonne ist schon wieder am Aufgehen und der Tag 2 bricht jetzt für uns an. Ja, und es geht weiter ums Überleben. Ich werde das Weizenkorn, nehme ich wieder mal in die Hand. Das, falls wir mal ein Hühnchen übersehen, dass es uns auf jeden Fall nicht übersieht. Oh, und das ist schon der nächste Halb. Oh, das ist ein Schaf. Das sind 2 Schäfe, okay. Bitte, kommt her. Oh, das sind 3. Ach, das wäre so. Bitte, kommt hierher. Ich glaube, ich kann nicht darauf hoffen. Mann, das tut weh. Dann müssten wir solche Nächte wie eben nie mehr erleben, wenn die mal herkommen würden. Lohnt es sich jetzt auf die zu warten? Ein Zombie hier wegmachen. Bisschen Erfahrung sammeln. Gut. Wir können mal schauen, ob die vielleicht irgendwie Lust hätten, zu uns rüber zu. Vielleicht kann ich hier ein bisschen stoßen. Auch schon scharf. Du kannst mir auch ruhig ein bisschen behilflich sein. Genau, danke. Nein, falsche Richtung. Du bist doch wieder hoch. Komm, entscheide dich. Gehen hier lang, okay? So, ich hole dann auch gleich deine Kumpels auch noch, damit du nicht alleine zum Bett manufaktiert wirst oder immer. Ich glaube nicht, dass er so. Ach, doch hier durch. Mann, das kann glaube richtig mühsam werden, das Projekt. Aber dieses Bett wird unser Leben so viel einfacher machen. Hier. Oh, das sind die nächsten 2 Hühner. Komm. Sehr schön. Hühnchen kommt her. Wenn ich auch Weizen habe, dann kann ich auch Schafe anlocken und Kühe. Oder essen Schafe Karotten. Ich weiß gar nicht. Wenn du weißt, dass Kühe Weizen essen. So, unser nächstes Essen ist bereit. Ich glaube, die anderen Schafe sind schon lange wieder weg. Ich muss einfach hoffen, dass wir bald. Jackpot. Oh mein Gott, so ein Jackpot. Okay, diese Kohle unter uns dürfen wir nicht abbauen. Aber die hier dürfen wir wieder abbauen. Okay, Kohle ist immer gut, das ist ziemlich selten für uns. Okay, das dürfen wir alles hier noch abbauen. Aber ich glaube, hier können es auch zum ersten Mal richtig wehtun, wenn wir Diamanten hier finden. So. Diese 3 Bahnen sind jetzt für uns. Okay, da unten gibt es Wasser. Gibt es uns noch etwas oder soll ich direkt runterspringen? Macht das Sinn? Nein, ich glaube, ich grabe mich lieber runter. Weil sonst hätte ich zu wenig Glück, um nach wieder hochzukommen. Oh, Eisen. Und auf unserer Linie. Perfekt. Ach stimmt, wir könnten Diamanten nicht einmal abbauen. Aber jetzt hier, mit diesem Eisen, werden wir uns eine Eisenspitzhacke machen können und nachher auch Diamanten abbauen. Aber natürlich müssen wir das Glück haben, dass sie auf unserer Linie sind. Okay, wir dürfen nur das hier abbauen. Hier, das links neben dran leider nicht. Das hier aber dürfen wir wieder mitbauen. Yes, richtig große Eisenquelle auf unserer Seite. Gut. Wieder Gewinn gemacht. Und jetzt geht's weiter runter. Und ganz kleine Hoffnung habe ich, dass wir wirklich Diamanten jetzt finden. Das ist echt, da haben wir erste Folge schon Diamanten, aber sieht so aus, als wäre sie schon fertig, irgendwie die Flucht. Wir können ja trotzdem kurz Ausschau halten, ob wir Diamanten finden würden, wenn wir diese Challenge hier nicht machen. Ja, sieht nicht so aus. Gegen den Strom schwimmen versuchen. Ja, hier wäre Gold. Ich glaube, das ist eine ganz heikle Sache, was wir gerade machen. Ja, auf den ersten Blick sehe ich jetzt keine Diamanten. Aber hier hat es auf jeden Fall Diamanten. Es hat ja in jeder Schlucht eigentlich Diamanten. So, hier sehe ich auch gerade diese eine blaue Wasserfall. Dort werden wir hochschwimmen. Ja, hier geht es ein bisschen zu wenig hoch. Aber wir dürfen hier nichts abbauen, das dürfen wir nicht vergessen. Auch wenn es weh tut, durch all diese Erze durchzuschwimmen.
Oh, das war jetzt knapp. Sehr viel Lapislazuli hier. Eisen, Kohle. Hier gehen wir jetzt wieder hoch. Und verlassen somit diese kostbare Schlucht. Nur mit ganz wenig. So. Auf jeden Fall, es ist schon sehr praktisch, das ist ja Wasserfall. Auch wenn jetzt viele Minecraft-Spieler sich wahrscheinlich jetzt ärgern, weil das nicht so wirklich Survival-artig ist. Aber man muss ja auch die Vorteile der Natur nutzen können. So, perfekt, wir sind wieder oben. Hier ist ganz viel Eisen, wunderschön, alles können wir nicht abbauen. So, ich hoffe, euch gefällt dieses Projekt genauso wie mir. Also, mir macht es bis jetzt sehr viel Spaß. Und wir wird hoffentlich auch ein bisschen länger gehen. Oh, okay, das war jetzt richtig knapp. Ups, warte, okay, das war jetzt ein Fehler. Diesen Block darf ich nicht hinbauen. Also bauen wir einfach wieder ab, aber dafür darf ich ihn hier hinbauen. Und hier hochklettern darf ich dann auch wieder. Hier muss ich abbauen. Ist echt mühsam, die ganze Zeit nur darauf zu achten, was man abbauen darf und was nicht. So, vier Erdblöcke können wir passt genau. Ja gut, dann verlassen wir diese Schlucht wieder und laufen weiter. Versuchen noch ein bisschen Gräs abzubauen, um möglichst viel Weizen zu kriegen. Und hier sind die Kühe. Vielleicht ist eine Lederrüstung auch hier kommen, eine Option. Weil wir zu wenig Eisen finden. So, ein Weizen haben wir gerade bekommen. So, ich glaube, eine Kuh können wir rüberschieben. Oh, hier sind so viele Tiere. Komm, 11 Blöcke. 8, 7, 6, 5. Komm, geh mal ein bisschen schneller, Kuh. Dass die mir einfach überhaupt nicht helfen wollen. So, 1. Perfekt, da ist das Rindfleisch. Und es hat auch angefangen zu regnen, das heißt, die Zombies, die... Oh, okay, ist Wüste, irgendetwas. Die Zombies, die in der Nacht überlebt haben, können jetzt auch unter ihren Bäumen herauskommen. Nein. Das ist nicht der Ernst, oder? Sind wir jetzt hier ernsthaft auf einer Insel gelandet? Ach, das kann mühsam werden. Ja gut, ich habe auf jeden Fall keine Lust, alles wieder zurückzugehen. Das heißt, wir werden auf jeden Fall hier über das Meer reisen. Aber ich glaube, die Folge hat schon eine bedenkliche Länge. Deshalb würde ich sagen, machen wir das in der nächsten Folge. Ich werde hier ein bisschen meine Sachen aufschlagen. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir das in der nächsten Folge. Und bis dahin, ciao. Das ist so hart.